Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play The Legend of Dragoon. Beim letzten Mal haben wir mehr Hintergrundstory bekommen und haben zudem den ersten richtig ernstzunehmenden Boss besiegt. Es ist zu breit, um rüber zu springen. Streng mich richtig an! Und diesmal werden wir uns einen Weg über diesen Fluss bahnen müssen. Das ist eigentlich ganz einfach, ist ein kleines... Ja, interessanterweise ist es ein kleines Rätsel. Was ich hier auch eher nicht erwartet hätte, dass überhaupt sowas existiert. Aber ja, doch, tatsächlich. Hier haben wir so eine Art kleines Rätsel. Und Maulwürfe, die aussehen wie Schnabeltiere. Weil Maulwurf nicht genug wäre, ne? Nein, wir haben hier einen Maulwurf-Schnabeltier-Hybriden. Nein, ist okay, können sie gerne sein, machen, haben. Ist nur merkwürdig. So auf die eine oder andere Art und Weise. Oh well. Eine gute Harpune zur rechten Zeit. Gut ist. Ich freue mich drauf, andere Zusätze zu sehen. Besonders die im späten Spielverlauf. Hi, ja, na, 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 na. Ich glaube, Unsinn. Aber ich freue mich drauf. Tatsächlich freue ich mich darauf. Ist noch nicht so weit, ich weiß, aber wenn wir so weit sind, oh yeah. Vulkan gehört aber auch mitunter zu denen, wo ich mich drauf freue, schon im Prinzip. Da steckt wenigstens auch mal was dahinter, wenn man sagt Vulkan, so, ja. Definitiv mehr Wumms hinter dem Namen als bei Doppelhieb. Ich meine, wenn ich ein Schwertkämpfer bin, dann hau ich halt 30.000 Mal drauf. Aber man kann halt nicht sagen 30.000er Hieb oder so. Könnte man schon, aber... Klingt trotzdem ein wenig merkwürdig, also haben sie es wahrscheinlich weggelassen. Genau, weil es merkwürdig klingt. Kommst du her? Ich meine, da sagt er was, wenn er näher kommt und ich mit ihm reden kann, so gesehen. Okay, nein, ich kann es halt nur anlocken. Ist, finde ich aber auch ganz süß, so gesehen. Das ist halt eins der normalen Pferdchen, ohne die Kettenpanzer. Fast umgefallen. Wartet. Wenn wir den zum Fluss tragen, können wir ihn als Brücke benutzen. Glaubt ihr nicht? Liebe Zuschauer, die Klinge wird das nicht schaffen. Er ist fast umgefallen. Tritt dagegen, Mann. Ah. Die Klinge wird das nicht schaffen. Das ist... Nein! Natürlich nicht. Die Axt ist ganz schön abgegriffen. Ich hole sie. Wir können den Baum auf dem Felsen damit fällen. Axt aus der Hütte erhalten. Pause machen. Es heilt uns halt komplett. Finde ich ganz praktisch. Dieses Rätsel erfordert tatsächlich, dass wir uns erst den Text anhören, dass es zu breit ist zum Rüberspringen, dass wir uns dann den Baum angucken und dann die Axt holen, in der Reihenfolge. Macht ihr das nicht, dann funktioniert das Rätsel nicht. Dann ist es nicht richtig getriggert und das wird nicht passieren. Wenn wir diesen Baum über den Fluss... vielleicht funktioniert es ja als Brücke. Es ist ein Versuch wert. Huah! Und nochmal, zack. Mist. Wir müssen einen anderen Weg finden. Das war ja auch abzusehen, wenn der schon so gefällt wurde. Ich meine ja nur. Ach. Ich bin kein Holzfäller. Ich habe aber genug Sendungen darüber gesehen, um zu wissen, dass das nur mal in die Richtung brechen wird. Wobei ich mich auch frage, der Typ in der Hütte, was hat er sich dabei gedacht, den Baum überhaupt in diese Richtung zu fällen? Ich meine, da ist nicht viel Platz, um auszuholen dahinter. Das ist wohl korrekt, aber... Ah.
es ist trotzdem eher eine blöde Idee. Ja, und die Kiwi-Vampire halten uns wohl für eine Kiwi. Yep. Deswegen saugen sie unser Blut aus. Oder zumindest das von Shana, sie zeigt ja am meisten Haut, natürlich. Ich weiß nicht warum. Fanservice nehme ich an. Vielleicht ist es einfach zu warm. Keine Ahnung. Ich meine, für einen Bogenschützen reicht das, ist wohl korrekt. Bogenschütze muss agil sein. Und muss sich vernünftig bewegen können. Und, ne, Shots etc., das funktioniert dann schon. Das ist wohl korrekt. Es ist trotzdem irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht. Funktioniert doch gut mit den Zusätzen momentan. Ach, ja, ich hab das langsam wieder drauf. So langsam. Trotzdem, wenn ich nicht hingucke, verpasse ich meine Chancen. Passiert auch mal. Wie weit bin ich denn jetzt eigentlich mit Doppelhieb? Bitte sag mir, dass ich bald fertig bin. Oder zumindest so bei 60, so langsam. 49. Ich meine, ihr seht, das ist jetzt Stufe 3. Es hat sich also schadenstechnisch schon mal verbessert. Aber trotzdem. Das Problem mit dem Problem würde ich nicht mal richtig sagen, aber die Sache ist halt, dadurch, dass ich Kämpfe triggern muss, die werden dann geladen, dann dauert es, bis ich kämpfen kann. Was ist das? Und bis ich dann die Technik mal öfter eingesetzt habe, das dauert halt, ne? Und deswegen ist das mit den Zusätzen trainieren auch immer so eine Sache. Damit kommen wir rüber. Yay! Aber ich werde nicht allzu viel Zusatztraining offscreen machen, weil ich es nicht brauche, so gesehen. Engelsgebet, schön. Ist wenigstens umsonst. Das ist ein rein optionales Gespräch, müsst ihr nicht führen, finde ich aber ganz sinnvoll. Du siehst wie ein Zivilist aus, was ist los? Was meinst du, was ist los? Ihr Ritter seid schuld! Moment mal, ich bin ein Ritter aus Basir, wir sind eigentlich Verbündete. Ich bin ein Feind, wir sind aus Sandora geflohen. Schatz, sag das nicht, sonst werden wir noch eingesperrt. Aber diese Ritter haben unser Leben zerstört. Wir konnten es nicht mehr ertragen, in Khazars zu leben und sind weggelaufen. Bitte entschuldigt. Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. König Albert hilft jedem, der leidet. Auch denen, die aus einem feindlichen Land kommen. Was? Mein Sohn, hast du Hunger? Ja. Nimm das. Magisches Essen, was ich aus meiner Innentasche gezogen habe, oder wie? Danke. Du. Wenn ihr hier lang geht, dann kommt ihr nach Bale. Geht, wenn ihr möchtet. Aber wir kennen dort niemanden. Warum geht ihr nicht zu mir? Mein Haus ist sowieso zu groß für meine Mutter und mich. Wer seid ihr? Mein Name ist Lavitz. Ich bin ein Ritter im Dienste König Alberts. Vielen Dank. Wie nett von euch, Sir Lavitz. Tja. So, schöne Einbuchtung hier, die überhaupt nichts Spielerisches beiträgt, keine neuen Schätze in sich trägt, aber es ist eine Kurve, die ist da. Und ich liebe Kurven, die da sind. Da kann man so schön rein und rausgehen. Ja, 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 ja. Yes. Und 50. Woohoo. Die Hälfte erledigt. Aber gut, ich muss dazugeben, wir sind erst in Part 5. Jetzt könnte man sagen, im Durchschnitt habe ich in jedem Part 10 mal den Doppelhieb verwendet. Das heißt, in 10 Parts bin ich fertig. Das würde aber darauf hinauslaufen, dass ich 80 Parts für das Spiel brauchen müsste. So in etwa, ich glaube, 8 Zusätze sind es. Ah, so Pi mal Daumen. So, jetzt sind wir im Norden von Serdio. Das ist so gesehen eine neue Karte. Da oben ist Bale. Um nach Bale zu gelangen, müssen wir allerdings noch durch die Kalksteinhöhlen. Ja, weil wir nicht genügend Zwischendungeons haben.
Finde ich in diesem Spiel aber definitiv nicht immer schlimm. Es gibt aber Momente, wo das mit den Dungeons so ein bisschen überhand nimmt. Besonders wenn ihr durch einen... Ich kann jedes Gebiet als Dungeon bezeichnen. Und spätestens wenn ich durch das Gebiet mehrmals rennen muss, um irgendwo hinzukommen, ist das für mich dann doch ein bisschen... Ja, ärgerlich. Aber das passiert hier nicht. Nein. Nein, nein, nein. Okay, wir haben hier, ich glaube, Gasballons oder wie die Dinger heißen. Fledermaus und Ekelballon, auch gut. Wundert mich nicht, dass das Ding Ekelballon heißt. Wollte ich nur erwähnt haben. So, die Fledermäuse sind die einfacheren Gegner von beiden. Deswegen überlasse ich den Shana. Au. Ist das dann Schaden gewesen aus purem Ekel oder... Wieso tut so weh, wenn mir da einfach nur ein Ballon gegen den Kopf knallt? Ich meine nur, ist eine ernst gemeinte Frage. Warum tut es mir so weh, wenn ein Ballon vor meinen Kopf knallt? So, zwei Angriffe von Shana, ist die Fledermaus weg. Vielleicht sollte ich doch eher alles daran setzen, die Dinger zu besiegen. Denn Gift ist mal wieder eine meiner meistgehassten Zustandsveränderungen und da lege ich sich unbedingt drauf an, vergiftet zu werden. Ich hasse Gift. Zustandsveränderungen im Allgemeinen, ja, zugegeben, aber ich hasse Gift. Egal wo. Es sei denn, ich benutze es. War da nicht irgendwie so ein Blinke-Ding? Klang jetzt wieder so ein Blinke-Ding. Also so ein Ausrufezeichen-Teil. Ein Aktionssymbol. Wie auch immer. So, hier können wir rutschen. Wenn ihr die Richtungstaste betätigt nach oben, könnt ihr zum Beispiel nach oben runterrutschen. Dann komme ich aber jetzt gerade hier raus. Ist also, ja. Blöd gelaufen. Ich kann auch nach unten gedrückt halten. Dann rutschen wir hier rum. Ist schon mal ganz gut, weil ich das Ding hier haben möchte. Die 20G. 20G sind eine Menge Geld am Anfang des Spiels. Später nicht mehr so sehr. Jetzt wunderbar. Ich glaube, die können alle hier vergiften. Das hat Problem. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass so ziemlich alles hier drin vergiften kann. Etwas, was ich sehr nervig finde. Müsste der Ballon nicht eigentlich auch platzen, wenn ich da irgendwie gegenschieße oder mit einem Schwert reinsteche? Oder eine Lanze nehme? Ups. Nur so ein kleiner Gedanke. Keine Harpune. Da haben wir es wieder. Da passe ich einmal nicht auf. Zack, mache ich den Zusatz nicht richtig. Ja, natürlich. Versuche in jeder Runde... In jedem Kampf, Entschuldigung. Nicht in jeder Runde, aber in jedem Kampf Shana zu vergiften. Gift hat den umgekehrten Effekt vom Verteidigen, falls das jemand interessiert. Also, ich meine, 10% des der Maximal-HP werden dann abgezogen. Das heißt also, zur Not, wenn Shana vergiftet wird, kann ich mit ihr verteidigen und kriege den Schaden zurück. Also, bleibt bei einem guten Null. Das ist ganz praktisch. Ist umständlich, zugegeben, aber es funktioniert halt. So, nach oben. Jetzt nach unten drücken. Dann kommt ihr zum zweiten Schatz in diesem Areal. Ein Bastardschwert. Klingt wie eine Waffe, nicht wahr? Gucken wir mal. Direkt im Menü ist es umgeändert. Da heißt es dann Schurkenschwert. Ja. Ja, Breitschwert und Schurkenschwert nimmt sich schon mal eine Menge, wie man sieht. Ja, plus 5 ist immer gut. Steigert physische Abwehr leicht. Ja, man sieht's, ne? Von 2 auf 12. Und dazu dann für Shana
Das stimmt, Chana kriegt noch die Lederrüstung, habe ich ganz vergessen. Damals betitelt Lederjacke. Und dazu kriegt sie dann einen Giftschutz. Armreife sind tatsächlich nur das, was da steht. Das sind Armreife. Da ist nichts Besonderes dran. Das ist, als würde ich jeder einen Armreif tragen, an dem halt nichts Tolles ist. Also ihr braucht euch nicht schlecht zu fühlen, die dann auszurüsten, abzurüsten. Stolpersteine. Chana, sei vorsichtig, dass du nicht ausrutscht. Okay. Okay. Ich find's ja klasse, wie sie sich das ansehen, so, was macht der da? Naja. Körperreinigung. Körperreinigung heilt von allen körperlichen Leiden. Unter anderem Gift. Ja, Lawitz. Dart, Lawitz. Tja, so viel dazu. Du rettest mir schon zum zweiten Mal das Leben. Zufall, dass ich gerade hier war. Auch wenn das der Fall war, hatte ich doch Glück, dass du gerade hier warst, Dart. Wir werden für immer Freunde bleiben. Yep, das stimmt. Wahre Männerfreundschaft. Entschuldigung, Jungs. Und was ist mit mir? Tja, wahre Männerfreundschaft, sage ich nur dazu. Mit dem könnte man wahrscheinlich auch in die Kneipe gehen. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Hier lang oder zuerst unten lang? Pff, keine Ahnung. Bin ich. Ich bin hier oben. Das ist gut, dann bin ich nämlich erstmal richtig. Was das Viech da unten angeht, sehen wir später. 100G aber erstmal mitgenommen. Ein kleiner Makel. Oder ein kleiner... Ja, Makel. Ja, irgendwie schon. Was ich nicht so ganz schön finde in diesem Spiel, ist, dass die Waffen nicht angezeigt werden. Also, wenn ich mit Dart eine neue Waffe ausrüste, dann hat er nicht auf einmal ein neues Schwert in der Hand. Das werdet ihr jetzt sehen. Und das finde ich ein bisschen schade. Nicht furchtbar schlimm, aber ein bisschen schade finde ich es halt schon. Und hier haben wir Orks. Ja, ihr seht schon, die Gegnerkombinationen werden größer und schlimmer. Und alle gehen auf Chana drauf, finde ich auch nicht toll. Jetzt mache ich mit dem Schurkenschwert 12 Schaden bei einem Ork. Ist immer noch nicht so viel, wie es gerne hätte, wahrscheinlich zumindest. Aber naja, wir arbeiten dran. Je besser der Zusatz ist, desto mehr Schaden, habe ich ja schon mal erwähnt. Dazu kommt dann natürlich, sobald ich fertig bin mit dem Doppelhieb, kann ich auf Vulkan wechseln und Vulkan... Vulkan müsste trotz des Level-Ups des Doppelhiebs im Nachhinein besser sein als der Doppelhieb eben. Und das finde ich schon ganz praktisch. Warum war das klar? Ich weiß nicht, was sie haben, dass sie immer Chana versuchen zu vergiften. Dadurch, dass sie jetzt den Giftschutz trägt, passiert es halt nicht. Ist auch ganz gut so. Aber irgendwie haben die da einen Narren dran gefressen. Die wollen unbedingt Chana vergiften. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde es halt nur furchtbar nervig, aber bin halt nur wieder ich. Ja, eigentlich wollte ich verteidigen. Egal. Schieße ich halt drauf. Wenn Gegner AP regenerieren, das ist dasselbe, als wenn sie verteidigen, meine ich sogar. Oder als wenn wir verteidigen, wollte ich eher gesagt haben. Nur halt, dass sie keinen Verteidigungsbonus drauf kriegen, aus irgendeinem Grund. Also ich habe keine Ahnung, was das dann im Großen und Ganzen werden soll, aber
im einen zieht es den Kampf in die Länge und zum anderen kann ich meine Zusätze besser trainieren. Also bin ich dem nicht grundlegend negativ eingestellt gegenüber. Zumal Shana jetzt gut HP regenerieren kann. Dadurch, dass sie irgendwie das Opfer Nummer 1 ist. Die hat keine versteckte Fähigkeit nach dem Motto, zieht gerne Gegner an oder sowas. Nein, gibt's halt nicht. Es gibt keine versteckten Fähigkeiten in diesem Spiel. Es ist nur, weiß nicht. Vielleicht fühlen sich die Gegner zu ihr hingezogen? Ich habe keine Ahnung. Aber immer muss Shana dran glauben. So, ich will jetzt gucken, was hier unten war. Ob das der richtige Weg war oder ein anderer Weg. Hilft mir nicht. Ich hätte nur mal so nebenbei erwähnt, gerne mal einen Speicherpunkt so langsam. Ja, hier wollte ich hin. Sehr schön. So, zum einen haben wir also hier diese schöne Box, die wir öffnen können. Zum anderen seht ihr ja dieses kleine Tierchen, was da rumhüppelt. Hier haben wir eine Abkürzung, mit der wir relativ zügig an ihn drankommen können. Und wenn wir es gepackt haben, dann springt es nach da drüben. Und kommen wir näher. Heta lässt es uns eine Box mit einem Giftschutz. Wenn ihr also nicht per Zufallsdrop wie ich einen Giftschutz bekommen habt, dann ist hier eure Chance, einen umsonst zu bekommen. Den Giftschutz werden wir brauchen. Wem wundert das in dieser Höhle? Daher empfiehlt es sich, das tatsächlich auch zu machen. Eigentlich wollte ich schon lange Pause gemacht haben, aber... Kein Speicherpunkt halt, ne? Ich komme halt nicht dazu. Ich will die Parts eigentlich an manchen Punkten immer cutten. Aber jetzt sind wir hier drin, jetzt kann ich auch die Höhle fertig machen. So weit zumindest, bis ich einen Speicherpunkt finde. Das ist immer unglaublich. So, wenn ihr mal kein Zusatzfenster seht, dann schlagt ihr tatsächlich an dem Gegner vorbei. Das gibt's halt leider auch. Ja, dann braucht ihr aber nicht denken, oh nein, da passiert irgendwas Schlimmes. Nein, ihr verfehlt halt nur. Wobei das auch schon schlimm genug ist, meiner Meinung nach. Und da geht Shana wieder in die Knie. Ich sollte sie vermutlich mal heilen. Aber das erledige ich gleich im Prinzip von alleine. Wie ihr sehen werdet dann, wenn es soweit ist. Ja, schlussendlich die Höhle hier nicht so schlimm, wie es vielleicht aussehen mag oder wie ich es vielleicht rüberkommen lasse, dadurch, dass ich mich beschwere, dass ich hier so viel Gift habe, etc. Die Orks theoretisch ein sehr, sehr guter Gegner, um gegen sie die Zusätze zu trainieren, wenn man denn möchte. Dadurch, dass sie sich selbst heilen, sterben sie nicht unbedingt so schnell. Ob man das jetzt da wirklich dann drauf anlegt, dass man sagt, okay, ich lasse ihn immer wieder sich heilen, damit ich ihn dann nochmal hauen kann, damit ich meinen Zusatz trainiere. Ich würde da abraten, aber kann man ja machen, wenn man möchte. Zaubertrank. Ja, schön. Das war der Weg nach oben. Jetzt muss ich da natürlich nochmal ein Stückchen zurücklaufen, was im Prinzip schon wieder beim Zurücklaufen den Kampf triggert, wie man sieht. Aber vorher hier. Das sind Felsglühwürmchen. Oh, du weißt wirklich viel. Und sie haben mich oft gerettet. Mich auch. Besonders in der Nähe von Schlachtfeldern waren sie immer sehr nützlich. Entschuldigung, vielleicht erklärt ihr mir das auch mal. Sagt mir, was das für Dinger sind. Oh. So hell. Oh, Jungs. Das Licht eines Felsglühwürmchens hat heilende Kräfte. Jetzt hat Shana wenigstens etwas gelernt. Ja, ja.
Ich weiß auch was, was du nicht weißt, Dart. Was ist das? Das sag ich nicht. Nun, ihr wart 5 Jahre lang getrennt. Es ist doch normal, dass man da nichts voneinander weiß. Meine Mutter und ich, wir sind da anders. Jedes Mal, wenn ich nach Bale zurückkomme, begrüßt sie mich mit dem gleichen Lächeln. Was? Habe ich etwas Falsches gesagt? Lass uns aufbrechen. Deine Mutter wartet im Bale auf dich, nicht wahr? Ja. Yeah. Okay, ja, tatsächlich... Ups. Na, egal. Diese Felsduwürmchen heilen uns komplett. Ich meine auch von Gift. Könnte da aber auch falsch liegen. Ich meine aber auch von Gift. Also zur Not... Kehrt zu den Fensterwürmchen zurück, die heilen euch sehr, sehr gut. Und natürlich gibt ihr mal wieder eine riesen Gegnergruppe. Das Problem, sag ich jetzt mal Problem, mit riesigen Gegnergruppen, zumindest jetzt noch, ist die Problematik, dass wir keinerlei Möglichkeit haben, uns Magie zu kaufen, die auf mehrere Gegner draufgehen. Also wenn wir welche haben, schön. Haben wir das Problem, dass wir keine mehr haben, haben wir halt keine mehr. Und ich kann auch nicht einfach sagen, ich benutze jetzt in diesem Kampf hier, denn 2 Schritte weiter kann ich ja theoretisch schon wieder in eine große Gegnergruppe reinrasseln. Hinterher im Spiel weniger so ein Problem. Jetzt gerade... Komm schon, ich hab gedrückt. Sauerei. Jetzt momentan schon eher das Problem. Mal abgesehen jetzt wirklich von der Dauer der Kämpfe, die ich theoretisch, wenn ich jetzt unbedingt meine Part 2-mal rendern wollen würde, könnte ich sie auch einmal rendern, dann die Kämpfe rausschneiden, um es angenehmer zu gestalten vielleicht, aber ich glaube nicht, dass euch die Kämpfe so sehr zusetzen. Ich hoffe zumindest mal nicht. Also beim Ekeballon machen wir schon mal deutlich mehr Schaden, finde ich gut. Der läuft dann auch schnurstracks weg. Das gibt's auch mal, dass die Gegner weglaufen. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich muss es ja immer so positiv verwerten. Ich hab einen Zusatz eingesetzt. Das heißt, der wird unter Umständen demnächst mal wieder stärker. Also es ist nicht so schlimm, dass ein Gegner wegläuft. Aber trotzdem, es sind meine XP auf Beinen, die da gerade wegrennen. Was ich ein bisschen ärgerlich finde. Aber gut. Was soll man da schon gegen tun? Schneller bekämpfen, höre ich. Ja. Schneller bekämpfen ist eine Möglichkeit. Oder stärker werden. Da ich aber nicht stärker werden kann, wenn ständig die Gegner abhauen, ist wohl eher schneller bekämpfen. Ja, am Mann. Am Kampfpunkt, wie auch immer. So. Die Felsduwürmchen könnt ihr zum Glück unendlich mal benutzen. Also müsst ihr nicht denken, oh nein, ich habe ein Felsduwürmchen benutzt und jetzt kann ich es nicht mehr. Nee, das ist zum Glück nicht so. Wir können so unendlich mal benutzen, das ist kein Thema. Heppa. Ein schöner Screen. Nichts zu tun, einfach durchlaufen, fertig. Und hier haben wir einen Speicherpunkt. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, hier in der Kalksteinhöhle, wenn wir sie verlassen, denn der Ausgang ist da drüben. Aber der Part ist auch schon lange genug. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss, Leute.